Ja, hallo meine zuckersüßen Patienten und herzlich willkommen zu einem neuen Testvideo. Ja, und zwar gibt es jetzt passend zum Sommer die neuen Hitschlag-Kaubonbons im Tropical Mix. Ja, es sind hier vier verschiedene Sorten drin. Ja, wir haben einmal Maracuja, Ananas, Melone und Kokos. Ja, also das sind nochmal ganz neue Geschmacksrichtungen wieder und die zeige ich euch jetzt auch mal in der Großaufnahme. So, ihr könnt sie hier sehen. Wir haben hier einmal einen lilanen, das ist Maracuja. Orange ist Melone. Der weiße ist Kokos und das gelbe ist mit Ananasgeschmack. Ja, und ich finde, das hört sich doch echt schon mal mega interessant an. Und wir wollen die jetzt mal probieren. So, hier bin ich wieder und wir wollen die jetzt mal testen. Ja. Es sind auch ganz kleine Hitschler, ja. Also diese normalen Kaubonbons sind ja größer. So, ich habe hier einmal Maracuja, das kennt man ja eigentlich. Schmeckt aber sehr, sehr gut. Wie gesagt, den Geschmack kennt man. Wir haben jetzt einmal Melone. Oh, Leute, krass. Und gleich, wenn man raufbeißt, oh, es schmeckt nicht richtig nach Wassermelone, sondern es hat richtig schön so einen Honigmelonengeschmack, ja? Boah, also die sind richtig geil. Also Melonengeschmack 1 zu 1. Ohne Scheiß. So, weiß ist Kokos. Ja, macht auch Sinn. Eine Kokos. Oh ja, sehr schöner, süßer Kokosgeschmack. Wie gesagt, Kokosfan bin ich nicht so, aber der Geschmack ist auch nicht zu so doll. Aber richtig schön süß. Wie gesagt, nicht zu so krass. Schöner, leichter Kokosgeschmack. Gefällt mir richtig gut. Sogar fast noch ein bisschen besser als Melone. So, dann probieren wir hier mal Ananas, einen gelben. Ja. Ananasgeschmack, oh. Richtig geil. Oh, ich bin beeindruckt. Als wenn man in so eine echte Ananasfrucht beißt. Ja, ich meine, das sind Kaubonbons, aber es schmeckt richtig wie frisches Obst. Ja, der Fruchtgeschmack. Egal ob Melone oder Kokos oder hier Ananas. Es schmeckt echt richtig nach dieser Frucht. Ja, manchmal hat man ja so das Gefühl, das schmeckt künstlich und so nachgemacht. Diese Hitschler mit Bubblegum mochte ich auch nicht so gerne. Ja, das war auch alles nur künstlicher Kram. Aber richtig schöner Fruchtgeschmack. Echt. Ist echt eine richtig geile Sorte. Die beste Sorte von den Hitschler-Kaubonbons, die ich jemals probiert habe. Finde ich richtig, richtig lecker. Auf einer Skala von 1 bis 10. Auf jeden Fall 10 Punkte, Leute. Testet sie. Daumen nach oben. Richtig gut. Tschüss.